Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Alone in the Dark, den ersten Teil, begrüßen zu dürfen. Wir sind von diesem Herrenhaus jetzt im ersten Stockwerk. Da haben wir noch eine verschlossene Tür, an der wir noch nicht vorbeikommen. Und wir haben diesen Flur, das sieht man jetzt im Hintergrundbild. Ich gehe gerade mal hier zurück zum Spiel. Diesen Flur, wo wir noch lang gehen können. Da hinten waren wir ja schon drin gewesen, aber ja, da haben wir, glaube ich, alles schon erledigt. Also, lass uns mal weiter den ersten Stock erkunden. Wir kommen wieder zu einer Tür. Okay. Ah, hier sind wir. Ja, okay. Auch das ist eine große Falle, wo man ein Rätsel lösen muss. Hier haben wir ein Bild. Kann man, glaube ich, nicht suchen gehen. Das sagt da, glaube ich, nichts dazu. Nein. Aber wenn wir jetzt ganz normal diesen Gang entlang laufen würden, würde Folgendes passieren. Wir laufen hier diesen Gang lang und es passiert. Und er trifft immer und ich kann kaum was machen. Also, ihr seht schon. Und schon haben wir, Moment, ja, sind eigentlich schon tot. Also wieder eine große Falle. Wir müssen hier was machen und das können wir sogar schon machen. Und zwar indem wir hatten das irgendwo, Moment. Die Indianerdecke, die setzen wir über das Bild drüber. So, Falle beseitigt. Jetzt kommen wir hier ganz normal lang. Könnte man jedenfalls meinen, ist aber nicht so. Wenn wir nämlich jetzt hier weitergehen, passiert nämlich Folgendes. Bis wohin kann man gehen? Ich dachte. Genau. Genau. Das passiert dann. Also wir können bis hierher gehen und danach nicht weiter. Und es kostet uns auch schon. Ja, von. Das hat uns jetzt pro Treffer 10 Punkte gekostet. Also. Wirklich heftig. Da haben wir ein Bild. Ah, ich glaube, das ist auch ein Bild, das von Ort, den wir später noch sehen werden. Was ist das hier? Können wir aber auch nicht benutzen. So, an denen kommen wir auch nicht vorbei. Richtig? Sobald wir hier durchgehen, war es das, richtig? Naja, sobald wir da durchgehen, war es das. Das heißt, wir werden ja später nochmal wiederkommen müssen. Wir haben jetzt eine verschlossene Tür und noch diese Falle. Wie wir da weiterkommen, das ist ganz einfach. Ja, theoretisch jedenfalls. Man muss dieses Gemälde abschießen. Aber ihr habt gesehen, das hat per Pfeil und Bogen auf uns geschossen und genauso müssen wir auch schießen. Wir brauchen unseren Bogen und wir brauchen Pfeile. Dann schießen wir das Ding, diesen Geist sozusagen, dieses Geisterbild tot und dann können wir da lang gehen. Aber uns fehlen noch Pfeile dafür. Wir haben noch keine Pfeile. So, zu dem Monster, da wollen wir nicht. Da waren wir auch schon überall. Okay. Dann lege ich jetzt hier mal das leere Fläschchen ab. Direkt daneben legen wir die Hausapotheke noch ab. Die braucht man nämlich auch nicht mehr. Und vielleicht. Ah, das sieht man es jetzt nicht. Ah, vielleicht. Hier vielleicht noch. Haben wir noch irgendetwas, was wir ablegen können? Hoppla. Da wollte ich jetzt nicht. Den Reisebericht können wir eigentlich auch ablegen. Ah, das ging nicht. Kein Platz. Reisebericht ablegen. So. Dann können wir noch was anderes machen. Und zwar mit dieser Statue. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo im Spiel dazu irgendwelche Hinweise gibt? Ich glaube es nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn dann, ob man sie findet.
Aber hier kann man nämlich was machen. Und zwar können wir diese schwere Statue werfen. Genau so. Vielleicht muss man noch näher ran. Genau. Dann fällt nämlich das Skelett um. Das Ding um. Und wir bekommen ein Schwert. Das ist wie dieser Kavalleriedegen. Eine Nahkampfwaffe. Wir haben ja hier diesen Kavalleriesäbel. Aber der geht ja mit der Zeit kaputt. Und das Schwert geht, glaube ich, nicht kaputt. Und es gibt, glaube ich, einen Gegner, den muss man mit Schwert oder Kavalleriedegen besiegen. Wobei der Kavalleriedegen, wie gesagt, kaputt geht nach ein, zwei Mal. Ja, also hauptsächlich kann man dann das Schwert nur noch benutzen dafür. Okay, die Statue können wir liegen lassen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann sind wir vorerst jedenfalls in diesem Ding hier fertig. Dann können wir runtergehen. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Gehen wir mal geradeaus. Ich glaube, wenn wir geradeaus gehen, kommen wir zum Haupteingang. Genau. Mit zwei Türen noch. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das Haus können wir auch nicht verlassen. Wenn wir nämlich rausgehen, das probieren wir gerade mal aus. Wir können die Tür öffnen und... Was ist das? Okay. Wir sterben dann sofort. Ja, das haben wir auch ja im Bild gesehen, dass da vor der Tür sowas gewesen ist. Wack. Ekelhaft, oder? Okay, dann schauen wir uns weiter um. Gehen wir mal hier rein. Wo geht's denn da hin? Ach nee, da geht's zu... Ja... Einen etwas heftigeren Gegner. Der ist auch etwas schwierig zu besiegen. Oh, das ist der, wo ich gemeint habe, wo wir auf jeden Fall Ding brauchen dafür. Wir haben schon viel zu viel verloren und wir haben den, glaube ich, noch kein einziges Mal getroffen. Ah, jetzt haben wir getroffen. Oh Mann, oh Mann. 17 nur noch. Nee, das ist viel zu viel. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter Kampf. Und das ist der, wo ich gemeint habe, man braucht auf jeden Fall entweder den Kavallerie-Dings oder natürlich das Schwert, das wir auch haben. Und es ist auch einer der Hauptgegner im Spiel. Und meiner Meinung nach sollten wir den auf jeden Fall besiegen. Die Frage ist, ob wir das hinkriegen. Der ist manchmal ein bisschen schwierig. Ah, verdammt. Man kann ihn besiegen. Er hat nur sehr, sehr viel HP. Und er pariert, wie man das... auch hier gerade hört. Er pariert hier sehr, sehr viel. Boah, wir haben ihn. Also noch nicht getötet, aber getroffen. Okay,
Okay, das kann tatsächlich ein bisschen dauern. Man muss ihn, glaube ich, noch nicht mal besiegen. Aber ich finde, es wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn wir ihn besiegen würden. Gut, der hat da gesessen. Ich glaube, der Trick war auch relativ nah an ihn ranzugehen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Sehr gut. Der lässt jetzt auch was liegen, und zwar einen Schlüssel. Und wie sieht's denn bei uns aus? 23 von 50 von... 50 auf 23. Ich glaube, ich speichere... Hoppla, hat er das, oder was hat er denn das jetzt gespeichert? Ich nenne das jetzt mal QS2. Dann laden wir nochmal. Ich will es jetzt nochmal probieren, ob wir es besser schaffen. Ich glaube, das wenn wir relativ nah an ihn rangehen. Ich glaube, dann kann es sein, dass es besser funktioniert. Wir müssen, glaube ich, relativ nah an ihn rankommen. Ja. Und natürlich die richtigen Tasten drücken. Oh, wir haben ihn nochmal. Ja, so schwer ist der gar nicht. Ich glaube, jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus, oder? 35, ja. So, lass mal das mal. Den Schlüssel immer mit. Wir speichern. Wir gehen auf Öffnen suchen. Gut, und dann schauen wir uns nochmal um. Was haben wir denn hier alles Schönes? Farbeimer. Ja, soweit ich weiß, war das sogar ein richtiger Hauptcharakter. Und wir haben auf jeden Fall was zu lesen hier, ein Buch. Das wollen wir doch gleich mal uns anschauen. Dämonia Particularis. Zeichen und Riten von Heinrich Kassel. Ring Verlag. Damit das Beschwörungsritual zum Ziel führt, ist die Reinheit des Ausführenden erforderlich. Wir haben bereits die komplexen Vorkehrungen beschrieben, die notwendig sind, um die zu rufen, die in den höheren Dimensionen schlafen. Ich werde mich darauf beschränken, das Zeichen der Alten zu beschreiben, mit dem sich die Eingeweihten erkennen. Dieses Zeichen schützt auch bei einer Begegnung mit einem Diener des Bösen. Das Zeichen gleicht einer Segnung, wobei aber der Zeigefinger und der kleine Finger den Daumen berühren, während der Mittel- und der Ringfinger gerade bleiben. Angeblich hat dieses Zeichen keinerlei Wirkung auf erfahrene Anhänger, die Geheimnisse des Corpus Demonicus kennen. Es ist daher von Missbrauch abzuraten, denn die Zeichen können sich manchmal als gefährlich für den herausstellen, der die äußeren Götter herbeirufen will. Ja, und das war's auch schon. Alles klar. Dann legen wir das Buch auch wieder ab. Und wir schauen weiter. Wo geht's hier hin? Abgesperrt. Ich glaube, da ist auch der Schlüssel notwendig, richtig? Ha? Hast du nicht benutzt? Oder ist es nicht der Okay. Nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Ah, doch. Doch, jetzt geht's. Komisch. Wahrscheinlich wieder einfach die falsche Taste gedrückt. Das ist auch der Schlüssel zum Ballsaal, alles klar. Dann kommen wir mal zum Ballsaal. Eine Platte, die nehmen wir mit. Und da seht ihr das ja, wo die stehen. Da ist ein Schlüssel und da müssen wir hinkommen. Der ist wichtig. Ich glaube, die Platte kann ich auch irgendwie abspielen. Aber die Musik gefällt denen nicht. Dann nehmen wir das Grammophon gerade wieder mit und den Donauwalzer nehmen wir auch wieder mit. So.
Ah, das ist der Raum. Ja, okay. Da kommen wir gleich hin. Lass uns erst noch die andere Tür aufmachen. Also hier werden wir auf jeden Fall nochmal hinkommen. Da braucht man noch eine andere Schallplatte, damit die Leute tanzen. Ich habe aber keine Ahnung. Gesperrt. Kannst du den Schlüssel benutzen nochmal? Nee. Okay, also den Schlüssel können wir nicht hier benutzen. Dann müsste der... Ja, dann müsste der fertig sein. Dann müssen wir doch da lang gehen. Ah, da kommt nämlich jetzt auch wieder ein kleiner Gegner. Oder besser gesagt, sogar viele Gegner. Lieber mal speichern, bevor was schief geht. Ich glaube, da ist auch nicht wirklich was zu... Ein Pfeil und noch ein Pfeil und... Ja, Spinnen. Oh, und ich komme nicht mehr raus hier. Die haben mich so umzingelt, dass ich nichts mehr machen kann. Oh Mann, deswegen habe ich gespeichert. Okay. Ich glaube, da gab es noch eine weitere Tür. Ja, genau. Ich glaube, die müsste auch offen sein, richtig? Und die geht auch wieder hier raus. Alles klar. So, und ich glaube, mich zu erinnern, dass man auch hier suchen kann. Und ich glaube, da kommt man jetzt... Genau, so kommt man da schneller raus. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommen die Spinnen auch nicht hier raus aus dem Zimmer. Und zu dem anderen Zimmer kommen wir wieder rein. Das Problem ist, hätten wir das eine mit dem Piratenführer, mit dem Captain nicht gemacht gehabt, wären wir ja auch nicht mehr, beziehungsweise wenn wir dann in den Ballsaal hätten reingewollt, dann hätten wir dieses Ding hier nochmal durch dieses Ding hier durchgemusst. Okay. So, wenn ich mich recht erinnere, müsste es hier in den Keller gehen. Abgesperrt. Und der Dings geht natürlich nicht, der Schlüssel hier. Hehe. Nee, okay, da kommen wir noch nicht hin. Ich glaube, da geht's in den Keller rein. Dann bleiben wir doch mal hier. Ah, das da müsste doch eigentlich der Ballsaal sein. Komisch. Ich hätte es auch schwören können, dass wir damit mit den Schlüssel zum Ballsaal auch diese Tür hätten öffnen können. Vielleicht von der Seite? Nee. Ganz, ganz komisch. Aber es geht nicht. Sehr, sehr seltsam. Na gut, dann schauen wir mal hier rein. Oh. Ja. Hier haben wir lauter Untote. Ah, da fehlt uns noch was. Ja, das ist auch wieder so ein Rätsel, das man... da lade ich lieber nochmal. Das ist aber auch so ein Rätsel, wie man an diesen Untoten vorbeikommt. Okay, das war ja hier gewesen. Das heißt, da kommen wir später nochmal hin. Zu der Tür wollen wir auch nicht. Wo geht's hier hin? Abgesperrt. Und ich wette, unser Schlüssel zum Ballsaal geht hier auch nicht. Hehe. Dann könnten wir den Schlüssel eigentlich hier lassen. Wenn der eine... Wir haben beim Ballsaal zwar noch einen weiteren Schlüssel, aber wenn... noch eine weitere Tür. Aber wenn das nicht geht, dann... Ja. Gut. Dann haben wir... hier nichts mehr zu tun. Dann müssen wir mal hierher gehen. Da haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Gehen wir mal durch die verschlossene Tür. Speichern wir ab. Ah ja. Und genau, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Suppentopf, genau. Den können wir auch essen. Ich weiß bloß nicht, ob das uns Energie... Also wir haben jetzt 35. Wenn wir den Topfen, Suppentopf essen... Puh, Menschenfleisch.
Lecker. Nee, hat uns aber nichts vergiftet oder so irgendetwas. Was ist das hier? Ah, das ist eine Tür. Mit einem Schlüssel. Sonst noch irgendetwas hier? Eine Keksschachtel. Sehr schön. Ich glaube, da kann man Kekse essen, um wieder HP aufzubauen. Nee, da ist sonst nichts mehr. Dann Keksschachtel essen und trinken. Sie fühlen sich besser. Jetzt sind wir auf 40 wieder. Oh, hoppala. Die leere Schachtel lassen wir hier liegen. Sonst noch irgendetwas hier? Ein Messer? Noch ein Messer? Ich glaube, das sind Dwarfmesser zum... ja, ihr wisst schon. Zum sich zu verteidigen, indem man die Messer wirft. So, aber damit ist die Folge auch aus. Dann hätte ich gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.